Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator. Da muss ich aufpassen, dass ich das nicht mit ATS verwechsel. Ach, meine, das ist natürlich das Problem, wenn man jetzt zwischen den beiden Spielen immer wechselt. Warum ist hier meine Taschenlampe? Bitte helfen Sie mir! So, da gehst du hin, da kannst du bleiben. Also jetzt, was wir mal machen könnten, wenn wir eh gerade noch so eine lange Mission vor uns haben, dann können wir ja mal hier doch eigentlich das hier machen. Also was? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Und dann gucken wir mal ganz kurz, wie es aussieht. Wir müssen halt erstmal unsere Garage aufrüsten, ne? Allein das kostet halt schon Money. Aufrüsten. 180. Scheiß drauf. Wie kann er jetzt hier die Vorschau machen, wenn ich doch gerade in der Mission bin? Oder filmt jetzt gerade jemand anderes und schickt uns die Videos? Und wir gucken es uns während der Fahrt an. Oh, so eine schöne Werkstatt. Oh, guckt euch diese Werkstatt an. Warum ist ein MAN-LKW drinne? Ich habe einen Volvo, oder? Habe ich gerade mich gerade verguckt? War doch gerade ein MAN, oder? Ah, sah gerade aus wie ein MAN. Kann auch ein Mercedes sein, keine Ahnung, aber einer von den beiden. So, jetzt brauchen wir mal ganz kurz hier LKW. LKW-Händler. So, wir haben mittlerweile ein paar und wir kennen. Ich glaube mal bei unserer. Wir bleiben jetzt mal bei Volvo. Und wenn wir denn eine weitere Werkstatt haben, können wir da auch mal wieder, denn, ne, dass wir quasi wieder pro Werkstatt verschiedene LKW-Firmen benutzen. Aber jetzt erstmal gucken wir mal. So, ich würde gern das Modell hier holen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ne? Ist natürlich, die können wir uns leider noch gar nicht holen. Wäre auch viel zu teuer. Was haben wir eigentlich? Wir haben auch das Modell, ne? Also nicht diesen Classic. Guck mal ganz kurz. Auflieger für LKW-Manager. Genau, wir haben den normalen. Nicht den Classic. Ja, dann bleiben wir aber wahrscheinlich auch mal bei dem. Das Mikrofon hier, man kann gar nicht sehen. Wo ist jetzt der Laden? Da. Dass man erstmal auf einen Laden draufklicken muss, um zu sagen, online kaufen. Ist so dumm. So, 114.000. Ausführung ändern. Gucken wir mal. Nee, das bleibt. Das bleibt auch. Motor vielleicht einen etwas stärkeren. Da haben wir 500 PS für gerade mal 6.000 mehr. Aha. Lohnt sich das? Also für mehr als 4 ist noch nicht verfügbar. 600 PS geht also schon noch nicht. Oder bleiben wir einfach hier erstmal bei dem? Ich glaube mal, das macht schon fast Sinn, ne? So, Getriebe. Ich glaube mal, Vitara brauchen die Dödels eh nicht. 12 Gänge reicht vollkommen aus. Müssen wir nur gucken. Ach was, das reicht vollkommen. So, Innenausstattung, ne, bleiben sie auch relativ normal. Bei der Lackierung kann man nochmal drüber sprechen, ob wir hier nicht vielleicht denn doch eher schwarz.
Ich hätte schon gerne das hier. Das ist doch Schnieke. So grün. Denn aber. Ah, nee, ist vielleicht. Mal ein bisschen die Sättigung rausnehmen. Mal gucken. Boah, Alter. Erstmal so ein schönes Neongrün hier. Bei Neongrün müssen wir eher so in den Bereich hier gehen. So. Jetzt haben wir eher so Neongrün. Hehehe. Ganz ehrlich, warum nicht? Sieht doch schnieke aus, oder? Let's go. So. Hier brauchen sie eigentlich nur das hier. So, und Innenzubehör. Eigentlich brauchen sie hier gar nichts. Gut. Einmal bestätigen. Oh, der sieht schon echt bunt aus. Er ist schon echt bunt. So. Du kommst nach da, ist unsere Werkstatt. Stimmt, wir haben ja auf dieser einsamen Insel begonnen. Ah. So, Nummer 1. Und dann können wir gleich noch ein. Weil es Spaß macht. Wie teuer ist eigentlich eine weitere Ausbaustufe der Werkstatt? Werkstatt, 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 Werkstatt. Garagenmanager. Weiteres Aufrüsten kostet 100.000. Ich meine, das Geld, um den weiteren LKW zu kaufen, haben wir eh noch nicht. Ne? Von daher, lass ich es erstmal weg. Wir machen dann mal Fahrermeister. Wir brauchen jetzt noch zwei weitere Fahrer. Da. Arbeitsagentur und dann. Guck mal, hier kann ich direkt hier raufklicken, ohne erstmal irgendwas auswählen zu müssen. Seltsam. So. Wir, ja, du siehst doch ganz akzeptabel aus. Du hast aber leider, ich glaube mal, ich nehme dich. Der hat sogar schon ein bisschen Fernfahrerfahrung. Er hat natürlich noch mehr Fernfahrerfahrung, aber er sieht so aus, als wenn er mir direkt eine reinschlägt. Er sieht richtig schön sympathisch aus. Das ist voll cooler Dude. Der hier, der sieht aus, als wenn er auf irgendwas wäre gerade. Weißt was? Ich nehme dich. Fahrer einstellen. Diese grünen LKWs, die sind halt so grün. Grüner geht's ja gar nicht mehr. So, jetzt haben wir zwei Fahrer. Dann können jetzt eigentlich ihre. Haben wir eigentlich irgendwelche Auflieger? Nein, Mann, ich will. Da. Oh, wir haben sogar einen. Klar, stimmt. Den wir gerade. Ne, mit dem wir ja gerade jetzt halt rumfahren. Aber sonst haben wir keine weiteren. Okay. So, passt doch. So, wir haben noch 200.000 Euro übrig. Das heißt, wir können davon direkt wieder zwei zurückzahlen. Lalalala. So. Zum Tanken dürfte das reichen. Und mehr Ausgaben haben wir jetzt erstmal als laufende Ausgaben nicht. Während der Mission. Von daher. Wow. Interessant. Sehr interessant. Okay. Fertig zum Losfahren. So. Wir. Ja, das habe ich nämlich befürchtet. Wir müssen hier die gesamte Strecke rumfahren. Wollt ihr nämlich ruinieren? Das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier. Tja, was das angeht, das mit diesen Umleitungen ist echt ein bisschen blöd, dass es hier keine Umgehungsstraßen gibt, ja. Normalerweise würde man hier einfach durch die City irgendwie rumfahren, aber hier gibt es keine City. Das hat das Problem mit den Umleitungen. Ich glaube, ich muss die Umleitung doch rausnehmen. Bitte links halten. Nein, ich wollte hier Optionen. Wie hoch ist es aktuell eingestellt? Wo war denn das Gameplay?
Ja, haben wir hier auf Maximum gestellt. Machen wir mal genauso wie die anderen hier so ein bisschen auf. So Mittelwert. Dann passt das schon. So, und bei der müssen wir jetzt halt jetzt auch einen Apfel beißen. Und mal gucken. Ne, eine andere Umfangsmöglichkeit gibt es auch nicht. Nein, wir können. Ist ja bloß die einzige Strecke, die sich hier anbietet. Ich meine, ich kann mal ganz kurz gucken, wenn wir jetzt hier so mal. Ja gut, er schickt uns natürlich erstmal ganz woanders lang. So. Wenn wir jetzt so machen, haben wir 1200 Kilometer. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel. Hey, ich schicke das genau gleich. Sollen wir nur 1100 Kilometer? Das habe ich nämlich schon mir schon fast gedacht. Das heißt, wir fahren lieber nämlich rückwärts. Also, hier mache ich eine Wende und fahren, ne, ganz woanders lang. Weil das Problem ist halt, dadurch, dass wir halt hier unten nach rechts müssen, ist, wäre es halt ein Albtraum, hier jetzt nach links ausweichen zu müssen. Da haben wir halt eine riesen Umleitung. Ja. Ja, guck. Der schickt uns auch die ganze Zeit wieder dahin zurück. Also, es wäre der Albtraum schlechthin. Ich kann es ja so nicht machen. Das macht so keinen Sinn. Okay, das heißt, wir kehren um und fahren hier hinten rum lang. Das ist doch eine Idee. Lass uns Okay. loslegen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wie du halt mit einem europäischen Truck komplett auf Demnächst deiner eigenen rechts Spur abbiegen. bleiben kannst und mit amerikanischen Trucks du so weit ausschwenken musst, dass du halt komplett auf die andere Spur kommst, ne? Biege nach rechts ab. Guck mal, ich bleib komplett auf meiner Spur und mein Auflieger streift nicht mal den Demnächst rechts abbiegen. Außenstreifen da, wie das Ding da oben heißt. Ist schon Biege nach echt rechts krass, ab. wie wendig europäische Trucks im Vergleich zu amerikanischen sind. Ne, dafür muss man natürlich auch sagen, ganz klar, amerikanische Trucks sehen dafür auch viel geiler aus. Wobei so ein europäischer Truck, also gerade hier der Volvo, sieht halt auch schon geil aus, ne? Muss man schon sagen, gerade hier so mit so Kuhfänger, sieht auch da schon echt geil aus. Jeder LKW hat seine Vorzüge, ne? So, Gutchen, fahren wir mal. Brauchen noch 16 Stunden. Hast du das hier irgendwie vernegativisiert? Nee, wir haben immer noch einen Plus von 20 Stunden. Das ist gar nicht mal so schlecht. Naja, nicht mehr so ganz. Ah, nee, doch. Ja, doch. Wir haben sogar 23 Stunden plus gerade. Nice. Gütchen. Ach ja. Also mit den Umleitungen, da müssen Sie noch mal was machen. Entweder müssen Sie hier gucken. Und bei dem Spiel so einprogrammiert, dass es nur Umleitungen an Orten gibt, die man in allen Richtungen gut umfahren kann. Oder halt an Orten, wo allgemein mehr Straßen sind. Das eine ist ja mit dem anderen quasi gleichzusetzen. Also zum Beispiel, ne? Hier zum Beispiel. Hier könnte man super eine Umleitung bauen. Da könnte man hier schon umfahren und hier relativ leicht umfahren. Das ist kein Problem. Also hier eine Umleitung, easy. Aber ne, so wie in Orten wie hier, ist halt schlecht. Weil hier hast du halt nichts, hier hast du halt nichts. Also. Muss halt sehr weit fahren. Oder andere Alternative ist, dass sie die, wenn sie schon mit Umleitungen arbeiten, dass sie dann irgendwie ein System einbauen, dass wenn hier eine Umleitung ist, es hier bereits ausgeschildert ist. Ja? Das zu implementieren wird definitiv etwas schwerer. Aber wäre halt realistischer, weil im echten wären auch hier Schilder. Das da ist, Achtung, da ist Autobahn gesperrt oder so. Ja.
Und vor allen Dingen, ich meine, wir haben ja schon ein Navi. Und normalerweise greifen Navis ja auch auf Verkehrsmeldungssysteme zu. Das heißt, das Navi bietet uns dann automatisch keine Route, die durch eine Sperrung durchführt. Also, dass auch das Navi sowas berücksichtigt. Das macht jetzt zwar das Ganze mit der Umleitung etwas überflüssig. Irgendwo, klar. Zumindest wenn man nach Navi fährt. Von daher ist da die Frage, ob man das dann am ehesten macht. Naja, also das Beste wäre wirklich, dass man nur da Umleitungen hin platziert, wo man sie auch relativ leicht umschiffen kann. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Noch bald pennen gehen. Ist aber kein Problem, weil zweimal pennen können wir ja. Problemlos. Hoffe ich. Das Schöne ist halt bei ETS, da sind halt die Autobahnen wesentlich freudiger in der Hinsicht, dass die Tankstellen und auch die Rastplätze meistens direkt an der Autobahn sind. Und nicht so wie in Amerika, dass man da meistens erstmal von der Autobahn runter muss und dann auf so einem abgelegenen Hof da. Irgendwo im düsteren Wald, wo es nebelig ist. In einem alten, zerborstenen Holzhaus dann schlafen muss. Frisch importiert aus einem beliebigen Horrorspiel. Das macht hier schon in Europa wesentlich mehr Freude, weil halt die Raststätten direkt an der Autobahn liegen. So. Ein bisschen Mucke hier anmachen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Gott, wie leise das Lied ist. Nimm die Ausfahrt rechts. Ist richtig eingestellt. Noch genau 1000 Kilometer. Yay! Ist vor allen Dingen jetzt hier alles so von der Abschätzung her, so wenn man jetzt ne, diese zwei verschiedenen Systeme hat. 1000 Kilometer kommen halt einem noch so viel vor. Dabei, wenn man jetzt das im Kopf natürlich mit den 1000 Meilen vergleicht, weil wir jetzt mit ATS gefahren sind, weil 1000 Meilen halt wesentlich weiter sind, aber eben 1000 Kilometer sind da gar nicht so viel. Das wäre da gerade mal irgendwie so 600 Meilen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Von daher sind 1000 Kilometer gar nicht mal so viel, wie es erstmal klingt. Auch weil auch die Geschwindigkeiten sind ganz andere, ne? Ich meine, wir hier mit 80 km/h, wir tuckern hier vor uns hin, während wir halt in ATS mit unseren 65 Meilen pro Stunde, das sind halt schon
fast 100 km/h. Ja, das heißt, wir könnten die meiste Zeit schneller fahren als hier jetzt. Von daher kommt mir das hier auch gerade so ultra so langsam vor. Europäische Verkehrsstraßen, Alter. Heißt, kein Speedlimit hier auf Autobahn für PKWs. Die können mit 380 Sachen durch die Nadelöhr fahren hier. Und wir als LKW-Fahrer müssen uns auf weite Strecken auf 80 km/h beschränken. Ich meine, ne? Keine Frage. Sicherheitstechnisch eine feine Sache. Weil, wenn ein LKW mit 80 km/h fährt, kann nicht so viel passieren, wie wenn er mit 65 Meilen pro Stunde fährt. Und dann mal ein bisschen Glatteis ist und er direkt auf dem Stauende drauf zu rast oder sowas, ne? Keine Frage. Sicherheitstechnisch. Schnieke. Aber hat auch Nachteile. Alter, überholt er mich da gerade mit weiß nicht. Hallo, ich habe gehört, sie wollten mich überholen. Halt, war hier erstmal der gesamte Verkehr auf. Auch geil. Junge, dein hinteres Rad eiert ganz schön rum. Kauf dir schon mal eine bessere Textur. Ich glaube, er bricht diesen Überholmanöver aber auch nie ab, ne? Das heißt, er bleibt jetzt die ganze Zeit einfach neben mir. Die Autofahrer freuen sich. Hupen aber auch nicht, von daher. Alles im grünen Bereich. Ich hoffe nur, er muss irgendwann nach rechts abbiegen. Und weint dann so ganz leise vor sich hin, weil er nicht auf die rechte Spur kommt. Denn ich bezweifle, dass die NPCs clever genug sind, einfach mal abzubremsen. Oder auszurollen. Oh, er wird langsamer. Warum diese? Oder das liegt gerade an der Rechtskurve. Weil, wie wir alle wissen, bei einer Rechtskurve muss die äußere Spur logischerweise längere Weg zurücklegen. Weil wegen größeren Radius. Also auch größeren Umfang. Auf seinem Kreis. Jetzt in der Linkskurve müsst ihr mich wieder zu überholen. Man sieht schon, ist er wieder schneller als wir. Naja, alles eine Frage der Mathematik. Oder besser, der Geometrie. Ist schon, ist er wieder schneller als wir. Weil wir jetzt nach links fahren. Naja. Da ist auch genau der Grund, weswegen LKWs Differentiale brauchen. Also nicht nur LKWs, sondern allgemein Fahrzeuge. Weil nämlich, wenn man halt in der Rechtskurve fährt, das linke Rad halt eine wesentlich längere Strecke zurücklegt. Aber wenn man halt kein Differential hätte, sondern einfach nur durchgehende Achse, dann würde das ganz schön auf die Reifen gehen. Hab grad vergessen zu blinken. Naja, egal. Das ist auch der Grund, warum Züge zum Beispiel kein Differential haben, ne? Also, jetzt hier so Eisenbahnen. Auch da ist der Effekt der gleiche, ne? wenn Eisenbahnwagen durch eine Kurve fahren, dann haben sie auch Unterschiede. Aber dadurch, dass es Stahl auf Stahl ist, ist ja der Verschleiß nicht so groß. Außerdem fahren auch bei Zügen nicht durch so enge Radien wie LKWs oder Autos. Ich meine, hier auf der Autobahn, da geht es ja noch. Aber stell dir mal vor, du würdest jetzt bei einer Kreuzung oder beim T-Stück nach links oder rechts abbiegen. Da ist ja schon extrem enge Radien. Und das ohne Differential
wie gesagt, ist möglich, keine Frage, aber es würde halt extrem auf die Reifen gehen. Gut, andererseits musst du auch dazu sagen, du fährst ja jetzt in der Regel nicht so schnell um eine Kurve. Das heißt, die Reifen werden dabei jetzt nicht so warm. Aber andererseits, gerade wenn du jetzt einen LKW fährst, dann hat der schon eine ganz schöne Last auf den Achsen. Ah. Und es wird langsam dunkel. Das heißt, wir können uns doch langsam mal schlafen packen und nicht recht davon ist Nebel. Oh, es fängt an zu regnen. Na super. Alles mit einmal. Es wird dunkel, wir sind müde und es fängt an zu regnen. P. Hochzeiten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Die Ausfahrt rechts. Alter, Sichtweite ist ja bei minus 3 Meter. Was ist denn los hier? Man sieht nicht mal das. Oh! Man sieht nicht mal das Licht anhaben. Ah, schon cool mit dem Gewitter. Und allem drum und dran. Der fährt ja auch ganz schön langsam, warum auch immer. Scania. Kein Wunder, dass er so... wow. Ein Scania-Auflieger auf einem MAN-LKW. Was ein Meme. Das ist Gott damn it. Kaum sehe ich, dass wir in-game müde sind, werde ich selber auch müde. Was ist denn los hier? Müssen wir mal gucken, wo kommt die nächste Raststätte? Unser Bett ist nämlich schon rot. Warum so schnell auf einmal? Boah, Alter. Ein Blitzlichtgewitter. Digga, aber wo kommt die nächste Raststätte? Ich sterbe mir gleich. Dunkel ist es auch langsam. Ah, da vorne. Sehr schön. Ah, oh, unsere Volvo-Beleuchtung leuchtet. Ah, oh, Volvo for life. Er pisst aber auch hier aus dem Klo aus allen Kügeln, Alter. Geradeaus.
Lass uns eine neue Route finden. Immer geradeaus. Oh, ein bisschen komisch schief drauf, aber hey. Passt. So. Motor ist aus, Handbremse rein. Und Pen gibt. Sehr geil. Mal den Rückschein. Ach da. So, es müsste aus sein. Ja, ist aus. Gut schön. Dann würde ich mal sagen. Schreit die mir hier ins Ohr. Dann würde ich mal sagen, das sollte mit der Folge erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann weitergeht, mit dem Weitergehen. Oder so. Bis dann.